Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit der neuen Folge von Resident Evil 7 Biohazard. So, meine Lieben, wir haben in der letzten Folge gegen die Boss Lady gekämpft, also Marjorie. Ja, das war ja nicht so einfach mit ihr. Also mit Jack war das ein bisschen einfacher, aber mit ihr war katastrophal. Wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Los geht's. Box. Wer will noch? Hallo? So. Noch jemanden mit mir anlegen. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. So, wir haben das scheiß Serum. So ist er? Nein. Ah, war ja klar. Was? Wo zur Hölle bist du? Ja, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir.
Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Okay, machen wir gleich. Der Kühlschrank. Oh, meine Güte. Ein mächtiger ekelhaft. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Im Zerlegungsraum muss ich also gehen. Bevor ich wieder von vorne rennen muss. Verlegungsraum. Hallo, Omi. Wie kann das denn sein, dass du dich jedes Mal teleportierst? Was ist denn los mit dir? Brauchst du Hilfe, Massage? Vielleicht einen Arzt rufen, brauchst du Medikamente? Wie kann das sein, dass du jedes Mal teleportierst? Hast mich erschreckt. So, bin da und jetzt.
den Göttern, Allmächtiger. Die Todesstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Und zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen dieses Schweins. Rachen? Oh, ihr. Das abscheuliche, süßlicher Gestank, er fängt schon an zu verwesen. Ach. Ernsthaft? Ah, tut mir leid, Kumpel. Ja, tut mir nicht leid. Muss das so eklig sein. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Schlangenschlüssel habe ich jetzt. Halt dich doch mal! Oh, Kopfschuss!
Ja, jetzt sind es zwei. Wie hält er denn aus? Bandenflammenwerfer. Kinderzimmer. Dietrich. Kraut. Schatzfoto. Sieht aus wie eine Waffe aus. Das habe ich. April. Olivia hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, aber ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Noch ein Dietrich. Pillen. Fußball? Trophäe? Dritter Platz? Sonderpreis? Zweiter Platz? Baseballschläger? April. Bin mit Mami zu Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. April. Doofe Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen, hab ihm gesagt, er soll meine Geburtsfeier kommen. Dann habe ich ihm von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Ich habe die Fernbedienung geändert, damit die blöde Zoe dich mehr zum Dachboden kann. Habe sie mit meiner Trophäe von Erfindungswettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie wiederfinden. Es ist kaputt.
da brauche ich etwas. Ohne das geht's nicht. Ich habe zum Glück einen Dietrich. Noch war. Badezimmer. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, noch einer. Noch einer. Ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock auf dich. Flammenwerfer. Schlüssel kann ich jetzt eigentlich schon wegtun. Dieselbe Zeiten wie alle anderen Uhren. Da war doch, ich bin mir jetzt nicht sicher, 15.30 Uhr, 14.50 Uhr. Okay, falsch.
Ja. Okay, jetzt weiß ich. Große auf 10, kleine auf 3. Geheimgang. Echt geil. Und Werkstatt, endlich. Oh mein Gott. Ihr habt dich nicht so. Das ist nur ein Stück Fleisch. Zugangskarte rot. Nicht genügend verfickt, doch mal keinen verfickten Platz. Was? Scheiß drauf. Immer daneben. Ey, daneben. Ich hasse es. Ja, wisst ihr was? Ich laufe euch feucht bevor. Lass ich da. Kraut auch. Ich glaube, die Zugangsdaten lasse ich auch da. Yeah.
die Tasche vergessen. Übersehen. Oh, meine Güte. Ah. Warte mal. Ja, doch nicht. Ach, die Lampe. So. Renoviertsvertrag. Kunde Jake Baker, Auftragnehmer Tripper und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992, 30. bis zum 30. November 1992. Umfang, Installation von schattenaktivierter Tür im Eingangssalon. Flugzeugachs. Keine Ahnung warum. Flinterachs. Happy Birthday. Einfach nur geil. Verstärker. Ja, das lasse ich jetzt mal. So. Schwieriger. Ach, jetzt besser. Falsch. Falsch. War ein bisschen schwieriger. Okay, 2 Zugangsdaten erhalten. Ich hätte eine Idee. Hey Kumpel, denk dran, die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, 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 du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann! Alle warten nur auf dich!
Tschüss. Nur ein Spielzeug-Axt kann also nicht als Waffe verwendet werden. Okay. Perfekte Flinte-Trappe. So Leute, tut mir leid, das hat ein bisschen gehangen, wie immer. Aber das war nicht so wichtig, ich habe nur die alte Trappe gewechselt. Also ich habe die defekte Klinge, Flinte mit einem Ring getauscht. Mit den funktionstüchtigen Flinte, aber ich lasse erstmal die Flinte schon da. Besser als gar nichts. Jetzt machen wir Happy Birthday. So. Kann dieser Idiot den Rätsel lösen? Okay. Das sieht aus wie so. Escape Room. Ah, dieser Clown sieht aus wie Pennywise. Und ja. Nichts. Ah ja, klar. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Ja, leck mich. Die Kerze brennt nicht. Ja, die anderen Kerzen brennen auch nicht. Aufziehschlüssel, wahrscheinlich Öl. Da ist ein Rätsel. Und auf so ein scheiß Idee. So. Oh, Verschmutz. Wasser. Jawohl. So, irgendwas. Ah! Verstehe. Gehängte
Dildo Baby. Gehängte Dildo Baby. So, das ist eine Puppe, bestimmt was zum Anzünden. Puppenfinger. Was? Oh, sorry. Seil. Bestimmt. Man kann es doch einfach so rausziehen. Ach, keine Ahnung. Ah, verbrennen kann man sowieso. Oh, lauter Ballons. Happy, happy birthday. Und das war's. Ein Ballon. So. Ein Code. Das brauchen wir. Hier. Und das ist Gas. Das ist nicht explodiert. Wundert mich gerade. So. Oh nee. Nadel bestimmt. Ja, Nadel. Feder, wozu? Federhalter. Okay, dann gebe ich mal den Clown. Es sieht aus, als würde er schreiben. Dinger. Feder. So. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Oh Mann, nein! 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 Oh. Lisa. Was bist du? Ein Loser. Was bist du? Ein Loser. So heißt der Code. Loser. So. Wasser abstellen erstmal. Okay, kein Wasser mehr. Jetzt können wir die Kerze anlassen und wir haben die Rätsel gewonnen. Happy fucking birthday, God delight. Alles Happy fucking birthday. Man kann das nicht irgendwie auf Deutsch übersetzen. Alles Gute zu deinem verfickten Geburtstag. So. Geil. Ja, was? Richtiges Arschloch.
Ventil. Ja, klar. Was soll ich machen? Dann los. Wird es bald? Wie lange dauert das eigentlich? So. Hier mache ich jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Dann sage ich au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.